Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XIV mit Alvip Bestwin. Wir sind zurück in der Main Story, kurz nach unserem Erlebnis als Frosch. Und bevor wir aber jetzt mit Alize sprechen, habe ich gesehen, hier gibt es in der Nähe eine Windätherquelle, die holen wir uns zuerst. So, da ist sie. So, noch was in der Nähe. Richtung Westen. Das könnte aber dann eher da unten sein, oder? Auch etwa da oben. Naja, ich suche das jetzt erstmal noch kurz, ob das erreichbar ist für uns und dann gehen wir zur Alisee. So, da sind wir doch. Okay, ich glaube, mehr sollten wir jetzt im Moment noch gar nicht erreichen können. Also jetzt aber zurück zu Alize. Eine wichtige Aufgabe ist es also, die der Rat der Philosophen hier hartnäckig verfolgt. Und wenn ich die Worte des Ratmitglieds richtig interpretiere, scheint sie tatsächlich mit dem Weltuntergang in Verbindung zu stehen. Die Frage ist nur, was genau für eine Aufgabe ist das? Es klang für mich auch so, als seien die Glauber nicht darüber informiert, warum sie plötzlich so hart arbeiten müssen. Das Ratsmitglied ließ sich auch auf Nachfrage nicht dazu hinreißen, mehr zu verraten. Wir sollten erst einmal die Stora und Krille berichten, was wir gerade gehört haben. Sie warten sicher noch an der gleichen Stelle, an der Estrola uns in Frösche verwandelt hat. Ihr seid zurück und konntet ihr Ehrenwill und sein Treffen verfolgen? Wirklich spannend. Dann war unsere kleine Scharade also ein voller Erfolg. Wir sollten Krille sofort informieren und uns beratschlagen, wie wir nun weiter vorgehen. Sie war ganz blass um die Nase. Da habe ich sie zurück zu Merillas Agrarbotanik geschickt, wo es sicherer ist. Ich hoffe, sie ist unbeschadet dort angelangt. Vielleicht kannst du ja auch nochmal auf der Anhöhe nachschauen, wo diese Blumen wachsen, die Krille so fasziniert haben. Wir schauen uns zur Sicherheit hier in der Gegend noch einmal um und begeben uns dann direkt zur Agrarbotanik. Also gut, dann geht's dahin. Ah, da ist ja Krille, wie von die Stole erwartet, bei diesen Blumen. Hier für dich. Ich habe sie ein wenig verzaubert. Die Blüte wird nur nicht so schnell verblühen. Sie hat mich darum gebeten und meinte, du würdest die Blume auf deinen Reisen noch brauchen. Sie wird nun für einen Moment meinen Platz einnehmen. Ich weiß jedoch nicht, ob es so gut klappt wie bei Minfilia.
Danke. Verzeih diese ungewohnten Umstände und sei unbesorgt. Ich werde diesem Kind ihren Körper schon bald wieder zurückgeben. So wie ich die erste Splitterwelt nicht allein vor der Lichtflut erretten konnte, so fällt es mir nun gleichermaßen schwer, meinen Willen ohne Beihilfe in der physischen Welt zu manifestieren. In der geisterhaften Erscheinung, in der ich dir auf dem Schiff begegnete, hätte ich es nicht einmal vermocht, diese Blume zu verzaubern. Einzig im Sternengrund, dem Ort, an dem alles Leben zurückkehrt, verbleiben meine Kräfte ungebrochen. Auch die Seele Menphilias, die ihr Leben für den ersten Splitter gab, ist nun in den Sternengrund zurückgekehrt, dem Ort des Ursprungs. Ich wollte, dass dieses liebliche Kind in Frieden ruhen kann. Es gibt da noch eine andere Seele. Ob du sie erreichen wirst, hängt allein von dir ab. Nimm diese Blume und schreite voran. Zu dem Ort, nach dem du dich sehnst. Voller Hoffnung und Zuversicht. Sie soll dein Wegweiser sein und dir Einblick in die Herzen anderer gewähren. Suche in der dunkelsten Stunde nach der Freude. Nur jene, die in die Fratze der Verzweiflung gestarrt haben, durch Kummer und Leid gewartet sind und doch immer weiter vorangeschritten sind, nur jene finden das wahre Licht in sich. Du und deine Freunde müsst das Leuchtfeuer in der Finsternis sein. Voll um. Ihr Bewusstsein hat sich wieder zurückgezogen. Entschuldige, das muss dich ziemlich erschreckt haben. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass jemand an meinem Geist zupft, seitdem wir das Labyrinthos betreten haben. Aber es war so schwach, dass ich es selbst mit meiner Gabe kaum wahrnehmen konnte. Als ich endlich begriffen hatte, dass Heidelin mich ruft, war ich ganz erschrocken. Da wir jede Hilfe gebrauchen können, habe ich eingewilligt und mich ihr geöffnet. Ich habe noch nicht alles begriffen, was sie gesagt hat. Aber diese Blume ist von großer Bedeutung. Sie nannte sie dein Wegweiser. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Ein Schritt nach dem anderen. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben überhaupt nichts getan. Ratsmitglied Fourchenot? Und in Begleitung weiterer Ratsmitglieder? Scheint, als hätten wir sie erfolgreich aufgescheucht. Die werteste Krile Baldesion höchst selbst. Uns ist herangetragen worden, dass ihr eure Organisation als Vorwand genutzt habt, um dem Bund der Morgenröte Zutritt nach Schalayan zu verschaffen. Der Rat ist bereits umfassend informiert. Die wichtigsten Institutionen waren vorgewarnt, aber es war ein pflichtbewusster Mitarbeiter des Archäons, der uns auf eure Aktivitäten hingewiesen hat. Man berichtete, dass verdächtige Personen unter dem Deckmantel von Baldesions Gelehrten versucht hätten, das Labyrinthos auszuspionieren. Wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen. Auch wenn wir unsere Zugehörigkeit zum Bund nicht offengelegt haben, so sind wir doch unter richtigen Namen eingereist. Unsere Suche nach Antworten hat uns in die Stadt des Wissens geführt. Der Rat der Philosophen sollte ein solches Unterfangen doch sicherlich unterstützen. Natürlich.
Niemand in Chalayan wird euch davon abhalten, Wissen zu erlangen. Und doch können wir weder Ort und Zeitpunkt eurer Aktivitäten noch eure Motive außer Acht lassen. Die Weisheit gebietet es, gerade in diesen unruhigen Zeiten nach einem sorgfältig erdachten Plan zu handeln. Und wenn Fremde sich in unsere Pläne einmischen, dann erwartet ihr doch gewiss nicht, dass der Rat tatenlos zusieht. Und was gedenkt ihr nun mit uns zu tun? Wollt ihr uns auf das nächstbeste Schiff verfrachten und zurück nach Eorzea schicken? Ihr werdet euch in einer Dringlichkeitssitzung den Fragen des Rates der Philosophen stellen müssen. Wie mit euch verfahren wird, hängt vom Ergebnis der Konsultationen ab. Wir haben euren Mitstreiter bereits in die Sitzungshalle bringen lassen. Selbst Raha habt ihr abgeführt. Unter welchem Vorwand? Hat er beim Lesen zu laut die Seiten umgeblättert? Er hätte seine Recherche vielleicht nicht eigenmächtig auf verbotene Bibliotheksräume ausweiten sollen. Wir können diese Einladung wohl kaum ausschlagen. Betrachten wir es als Gelegenheit, mit dem Rat der Philosophen direkt zu sprechen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ich empfehle euch dringend, die Anhörung nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Also gut, wir werden euch nun zum Forum begleiten. Folgt uns. Tut mir leid, ich habe mich erwischen lassen und wurde direkt abgeführt. Uns erging es nicht anders. Die Hauptsache ist, dass wir uns dieser Sache nun gemeinsam stellen können. Ich hoffe, deine Recherche in den verbotenen Werken war aufschlussreich. Ich bitte um Ruhe. Nun denn, als Sprecher des Rates erkläre ich die heutige Dringlichkeitssitzung hiermit für eröffnet. Ich gebe das Wort an das Ratsmitglied Fourchenot Levieur. Wenn ihr bitte dem Rat den Sachverhalt darlegen würdet. Wie der verehrte Rat bereits weiß, haben wir kürzlich das Hilfegesuch Eorzeas zurückgewiesen. Doch es gibt jene, die diese Entscheidung nicht hinnehmen wollen und unsere Anstrengungen auf Schritt und Tritt sabotieren. Sie haben sich als Baldesions Gelehrte Zutritt nach Chalayan verschafft. Doch in Wahrheit handelt es sich um Mitglieder des Bundes der Morgenröte. Diese Gruppierung verfügt über starke Verbindungen zur Eorzeischen Allianz und den östlichen Verbänden. Und nun stehen sie hier vor uns, weil wir sie auf frischer Tat bei ihrem Versuch ertappt haben, an geheime Informationen zu kommen. Sie haben unser Land unter falschem Vorwand infiltriert, um sich mit unlauteren Absichten in unsere Staatsangelegenheiten einzumischen. Dies ist eine klare Bedrohung der Interessen Chalayans. Dass du es wagst, den guten Namen der Gelehrten derart zu besudeln. Galf Baldesion würde sich in Grund und Boden schämen. Großvater!
Galluf Baldesion hat sich stets allen Bedrohungen gestellt. Er hat sein Wissen und seine Weisheit jederzeit für das Wohl aller eingesetzt. Wäre er hier, so würde er den Beschluss des Rats ignorieren und nicht nur dem Bund der Morgenröte, sondern allen die Hand reichen, die sich auf diesem Stern der Bedrohung stellen. Für unsere Welt hat die Stunde der Not geschlagen. In tiefstem Respekt und in dem Glauben, gemeinsame Ideale und Ziele zu verfolgen, wandte sich Eorzea an Shalayan. Und was tat Shalayan? Es verweigerte die ausgestreckte Hand. Ist das wirklich die Weisheit Taliaks? Seid ihr mit eurer so uralten, immens wichtigen Aufgabe derart beschäftigt, dass ihr Völkern in Not die Hilfe verweigert? Wo hast du das denn aufgeschnappt? Direkt von einem Ratsmitglied. Überraschend, was man so alles hört, wenn man die Ohren spitzt. Verstehe. Ich sehe da eine mögliche Verbindung. Denn das passt zu dem, was in den verbotenen Schriften der Bibliothek geschrieben steht. Um die Motive des Rates nachzuvollziehen, habe ich nach den Gründen hinter den größten politischen Entscheidungen gesucht. Wenn man diese Schriften unbefangen betrachtet, dann lassen sich alle Beschlüsse mit der Politik der Nicht-Einmischung und der Suche nach Wissen erklären. Ich selbst habe früher nach genau den gleichen Maximen gehandelt, aber jetzt, gesegnet mit den Erfahrungen dieser Hände, ergibt sich mir ein anderes Bild. Ich habe erkannt, dass sich die Politik Shalayans zu einem bestimmten Zeitpunkt gewandelt hat. Eine subtile Änderung mit immensen Auswirkungen. Das Sammeln von Wissen war schon immer ein Teil der shalayanischen Lehre. Doch plötzlich wurde es zum einzigen Lebenszweck erhoben. Am deutlichsten war der Wandel im Labyrinthos. Lange diente es als Depot, doch plötzlich flossen erhebliche Mittel in die Ausweitung und Umgestaltung. Aus der schlichten Lagerstätte wurde eine Forschungs- und Archivierungseinrichtung. Besonders fasziniert haben mich Berichte zur Kolonisierung des dravanischen Hinterlands. Damals zog es Studenten aus aller Welt in die Kolonie und jeder von ihnen brachte Beziehungen und Gil. Diese neu erlangten Finanzmittel wurden fast ausnahmslos dafür eingesetzt, um im Labyrinthos Archive anzulegen und Lagerkapazitäten auszuweiten. Shalayans Grundpfeiler ist das stete Sammeln von Wissen. Daher ist das an sich nicht bemerkenswert. Doch die Vehemenz, mit der dieses Ziel auf einmal verfolgt wurde, ließ mich stutzen. Wenn man die Daten der Berichte abgleicht, so erkennt man schnell, wann dieser Wandel stattgefunden hat. Vor etwa 270 Jahren. Das ist doch in etwa die Zeit, in der man sich im dravanischen Hinterland ernsthaft mit dem Sternengrund zu beschäftigen begann. Was wurde damals in Erfahrung gebracht? Das hat doch bestimmt etwas mit dieser wahren Aufgabe zu tun. Oder etwa nicht? Das reicht! Wir... Ja, wir erfüllen einen wichtigen Auftrag. Aber selbst wenn wir all unsere Geheimnisse lüften würden, was würde das ändern? Sollen wir unsere Aufgabe ruhen lassen und stattdessen mit euch in den Krieg ziehen? Wir werden niemals die Waffen erheben. Unsere Pflicht liegt nicht im Kampf, sondern in der Erfüllung dieses einen, alles überragenden Auftrages. Selbst wenn dieses Gestirn vergeht, wir werden es nicht.
Nun denn, so sei es. Aber die Morgenröte bleibt standhaft. Bis zum letzten Tag. Bis zum letzten Atemzug. Und doch sind sie unwissend. Vater, Ratsmitglied Fourchenot. Ich kann eure Haltung einfach nicht verstehen. Ich gebe zu, ich habe noch keine Antwort auf die Frage gefunden, die ihr mir in Gridania gestellt habt. Aber selbst ich, mit all meinen Fehlern und Zweifeln, habe Freunde, die zu mir halten. Deshalb schreite ich stets voran und überdenke dabei beständig meine Haltung und meine Taten. Ich versuche, alles mit Sinn zu füllen, meine Wünsche und meine Entscheidungen. Danke, ich denke, das reicht. Wir sollten den ursprünglichen Zweck dieser Sitzung nicht aus dem Auge verlieren. Das ist Rektor Monty Shen, der Leiter der Magieakademie und ein Freund meines Großvaters. Ratssitzungen unnötig in die Länge zu ziehen, scheint mir ein Laster, von dem wir uns nicht lösen können. Unsere Zeit ist kostbar. Daher schlage ich vor, dass wir zum eigentlichen Thema zurückkehren. Ich glaube, wir können mit Sicherheit festhalten, dass die Angehörten dem Bund der Morgenröte zugehörig sind. Eine Organisation, die mit den Nationen Eoseas verbündet ist. Und dass sie fest entschlossen sind, sich dieser Bedrohung im Kampf zu stellen. Allerdings vermag ich hier beim besten Willen keine Einmischung in unsere Staatsangelegenheiten zu erkennen. Zumal uns allen bewusst war, dass unsere Position in dieser Sache Fragen und ja, auch Widerspruch hervorrufen würde. Verehrte Freunde, stellen wir uns einmal vor, man würde uns, ohne jegliche Erklärung, die Antwort auf eine derart wichtige Frage verwehren. Wären wir nicht die Ersten, die ihre Nasen in verbotene Bücher stecken würden? Lassen wir doch Nachsicht walten. Schließlich ist niemand zu Schaden gekommen. Ruhe! Ich bitte um Ruhe im Saal. Die Ausführungen des Ratsmitglieds Monty Shen sind durchaus logisch. Beherzigen wir sie bei unserer Entscheidungsfindung. Bis auf Weiteres haben Baldesions Gelehrte ihre Aktivitäten in Schalayan zu unterbinden. Alle weiteren Nachforschungen bezüglich der Entscheidung des Rates sind zu unterlassen. Sollten diesen Anweisungen nicht Folge geleistet werden, sind die Unterstützer von Baldesions Gelehrten unverzüglich des Landes zu verweisen. Dies ist der Vorschlag, über den der Rat der Philosophen nun zu befinden hat. Wer ihm zustimmt, erhebe nun seine Hand. Ich zähle 51 Stimmen dafür, 48 Stimmen dagegen. Eine knappe Entscheidung. Aber der Vorschlag ist damit angenommen. Nun denn, werte Vertreter von Baldesions Gelehrten und Mitglieder des Bundes der Morgenröte, dies ist die Entscheidung des Rates. Und ich würde euch empfehlen, sie ernst zu nehmen. Die Dringlichkeitssitzung des Rates der Philosophen ist hiermit beendet.
Puh, da sind wir nochmal glimpflich davongekommen. Man hätte uns beinahe des Landes verwiesen. Aber es hat sich gelohnt. Der Rat hat etwas im Sternenjund herausgefunden. Und seither verfolgen sie diese wichtige Aufgabe, von der sie erzählen. Und sie muss etwas mit dem Weltuntergang zu tun haben. Sonst hätte die Verlautbarung der Taylor von Roy nicht die hastige Lageraktion im Labyrinthos ausgelöst. Allerdings sind uns nun in Charlayan die Hände gebunden. Hier finden wir wohl so schnell nichts Neues heraus. Ja, das war's dann wieder für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut!